Und unsere Rubrik, den Titel ich vergessen habe. auf jeden Fall stellen wir euch heute mal Kerbal Space Program vor. Hier nochmal von Anfang an. Hat ein bisschen Performance-Probleme, aber jetzt soll es laufen. Das Segment heißt Observatorium. Wir stellen darin Space-Spiele vor, also Weltraumspiele. Ich hoffe mal, die Performance bleibt jetzt so bei knapp unter 30 Frames. Und wir haben jetzt vorhin schon ein bisschen Construction und Flight Basics geübt. Machen wir doch mal Orbiting 101. Ah, das ist schon wesentlich flüssiger als gerade. Nicht nur marginal. Das ist von 3 Frames auf 20. Okay, Map View, das habe ich ja auch, glaube ich, auf dem Stick. Nee. View. Aha, das kann ich mit den. Ich probiere mal kurz die Steuerung ein bisschen aus. Ah, das ist das SRS, das kann ich jetzt auch benutzen. Mit der B-Taste auf dem Controller. Dann drücke ich einfach mal M. Hold right click, move the mouse to look around. Ah, cool. Hier bin ich anscheinend, oder? Nicht das? Okay, dann machen wir das SAS an. Aha, man muss das quasi dann so hinbiegen und dann drückt man das SAS und dann bleibt es auf diesem Punkt. So einigermaßen. Verstehe. Ready für was? Oh je, es geht schon wieder los. Dass ich so rumeier. Ich mach mal ready. Still rotating. Oh yeah. Okay, Jaw. Das geht irgendwie mit den Buttons. Das haben wir noch nicht so ganz rausgefunden. Let's try it again. Ja, RCS habe ich auch noch, aber der sagt mir, ich soll nur das SAS hernehmen. Aber ich drück doch den Button. Okay, Moment. Wir müssen in den blauen Bereich kommen. So. Ich lese gerade, RCS sollte man sparsam gebrauchen. Da ist sehr viel Treibstofffrist. SRS frisst nur Strom. Oh mein Gott, aber das bringt mir. Ach so, das ist auch nicht an. Ja, okay, doch, das ist schon smoother. So passt doch. Oh, und jetzt fängt es wieder an. Was soll denn das? Der
fängt nämlich automatisch an zu rotieren in der Mission und ich muss ihn zu rotieren stoppen. Ihn zum Stoppen zu bringen. Ich raff's überhaupt nicht. Hier sind auch verschiedenste Buttons. Stability Assist. Anti-Normal, Anti-Radial, Radial, Normal, Prograde. Ah ja. So bin ich doch stabil jetzt. Ready. Achso. Prograde, Retrograde Vector. Point towards away from your velocity vector. Okay, also die gehen dann jeweils zu diesem Vektor, in dem ich mich befinde, zu diesem Winkel, oder halt weg davon. Und die hier sind es, glaube ich, die gehen immer weg vom aktuellen Planeten, der mir am nächsten ist, also die Erde in dem Fall. Und die gehen dann immer erst entweder hoch oder runter. Okay. Der Apoapsis ist der höchste Punkt in deinem Orbit. Der befindet sich wo? Also das ist ja nicht, das ist ja der Periapsis. Also der Mittelpunkt, schätze ich. Ja, genau. Der Lowest Point, okay. Ja, und der höchste müsste doch hier oben. Ah ne, der ist hier, okay. So ist das gemeint. Ich schieb das mal ein bisschen zur Seite. Period, können wir die Zeit vorspulen? Ja, wo ist denn Period? Achso, Period Punkt oder was? Oh Mann. Ja, den Kaffee, den solltest du schleunigst mal trinken. Oh Gott, das ist mir schon fast zu viel Text hier alles. Das ist mehr so ein Spiel, wo man sich selber reinfuchst, anstatt hier in einem Stream dann zu präsentieren. Wenn man noch keine Ahnung davon hat. Just click the Prograde Icon. Add Maneuver. Ah, okay, man kann auch einfach hinwarpen. Das ist deutlich einfacher. Auch wenn es jetzt nicht mehr geht. Jetzt ist nämlich der Mauszeiger zu diesem Ding da. Warp to next Manöver. Ne, da ein Sulze. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Da, bleib da. Warp hier. Sehr schön. Jetzt bin ich da. Das höchste Punkt im Orbit. Ziemlich dunkel. Ja, richtig stabil sind wir auch nicht.
Ja, ich bin auf der S. Also das SAS ist ja aktiviert. Und ich bin zu diesem Prograde auch hingeflogen nochmal. Hier bin ich doch. Da bin ich. Was willst du denn jetzt von mir noch? Jetzt bin ich wieder weg. Ach Gott, ey, was ist das denn? Ach, ist das ein Periapsis oder was? Oh Mann, ey. Das ist ein Witz. Ich glaube, ich muss mich da mal ausführlicher reinfuchsen. Und du? Erst in die stabile Seitenlage bringen. Oh Mann. Was sagen mir denn die ganzen Symbole da eigentlich? Und warum habe ich jetzt mein Ziel immer noch nicht erfüllt? Ich hab's nicht. Was will das Spiel jetzt eigentlich? Jetzt will ich wieder weg davon. Okay, jetzt habe ich Progress gedrückt. Hier kann ich jetzt auch vorspulen. Das sieht ganz cool aus. Scheint, sollten wir das machen. Jetzt sind wir am nördlichsten Punkt. Da bleibt er nicht stehen. Da hätten wir dann Retrograde vielleicht drücken müssen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gene Kerman eine offenbare Referenz zu einem Schauspieler namens Al Pacino. Hahaha, lustig. Nee, Gene Hackman natürlich. Warum umkreise ich denn hier diesen wundervoll schieren Planeten? Da will man auch gar nicht mehr zurück, wenn das so aussieht. Dieser Kackeball. Oh Mann. Was willst du, Spiel?
Ich glaube, ich spiele jetzt einfach das Spiel. Scheiß auf die Trainings. Wenn die nicht wollen, dass ich es ja weitermache, dann mache ich halt einfach Beginn nochmal neu. Playername. Nachdem da so viele komische Namen sind, nehme ich mal Neil Kerstrong. Würde eigentlich ganz gut in das Muster passen hier. Flagge. Kann man wahrscheinlich seine eigene importieren oder sowas. Natürlich NASA, oder? Gibt es da irgendwelche Spielreferenzen noch? Das sieht aus wie Steam. Also wie Valve. ESA, ja, machen wir ESA, wir sind europäisch. Ah, gibt Sandbox-Modus, Science-Modus und Career. Hier müssen wir alle Aspekte abdecken von einem Weltraumprogramm. Ah ja, in Science gibt es zum Beispiel, erforscht man quasi nur neue Technologien. Da muss man sich nicht um das Funding kümmern, also dass man ausreichend Budget hat und auch nicht um den Ruf. Sandbox kann man alles machen anscheinend. Außer R&D und Mission Control. Ich glaube, ich mache mal Career. Ja, Vokal erklären wäre ganz praktisch, das stimmt. Oh, hier kann man auch alles mögliche einstellen, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Entweder hier diese vorgefertigten oder auch selber dann noch, wie viel Geld man zur Verfügung hat, dass man auch schnell speichern kann und so Sachen. Mit welchem Ruf man startet. Man kann hier es sich gleich ganz viel geben oder eine kleine Challenge nehmen und gleich minus 1000. Vielleicht sollten wir so mal anfangen. Aber so werden wir sehr schnell enden, von daher lasse ich es mal auf 0. Ich lasse mal auf 0. Oder sollen wir easy machen? Was ist bei easy anders? Ah, das ist die Re-Entry Heating nur bei 50%, also wahrscheinlich beim Wiedereintritt die Temperatur um die Hälfte geringer. Also Stock Vessels, da können wir dann wahrscheinlich, müssen wir nicht unsere Kapsel selber bauen, sondern die wird für uns so gebaut. Ich lasse mal auf normal. Und einfach mal Career. Start. Deutsche Version gibt es übrigens nicht, soweit ich weiß. Alles auf Englisch. Zumindest hier diese GOG-Version, die ich habe. Ich habe sie nicht von Steam, sondern von GOG.com. Da können sie DRM freikaufen. Ich brauche keine Hilfe. So, das ist unser Testgelände. Oder beziehungsweise unsere Abschussbasis, nenne ich es mal. Okay, da sind die ganzen Kermans. Ah, die sind alle available for next mission. Lost. Missing, ja, da werden bald einige dazukommen. Ah, es gibt eine Mod, die macht es Deutsch, aber nur zum Teil übersetzt. Hör ich gerade, lese ich gerade. Ah, und die sind also unterteilt in verschiedene Rollen, hier Wissenschaftler, Piloten, Ingenieure und dann sieht man hier auch, wie munter die sind und wie dumm sie sind, Stupidity. Also der Level sollte nicht so hoch sein am besten, besonders bei einem Wissenschaftler. Ah, die bewerben sich nur, die haben wir noch gar nicht. Die haben wir schon. Die sind alle, oder viele ein gesundes Mittelmaß. Bill ist natürlich besonders dumm. Wahrscheinlich kostet die dann auch mehr. Also der hat sehr viel Courage. Zeigt sehr viel Courage. Der Pilot hier, Jordrin, und ist nicht gerade dumm. Nehmen wir mal mit. Achso, brauchen wir erst 65.500. Und wir sind bei 25.000. Also müssen wir mit dem Material arbeiten, das wir haben hier. Mit dem menschlichen Material. Okay. Vehicle Assembly Building. Da setzen wir mal unsere Rakete zusammen am besten. Also das Training ist hier auch sehr versteckt, muss ich sagen. Und man bekommt hier aber alles auch nochmal erklärt. Ihr seht schon einen kleinen Munchkill, dass es jetzt ein bisschen flüssiger läuft. Zumindest bei 20 Frames. So, der Command Pod.
Ah, wir können einen kleinen Tipp-Rettungsmission machen und kein Personal anheuern. Das spart massig Geld. Okay. Bevor ich eine Mission mache, baue ich jetzt erstmal ein Spacecraft. Engine. So, was nächstes? Fuel Tank? Nee. Structural war eigentlich auch ganz geil. Aber ich weiß nicht, was wir brauchen. Ah, Basic Fin, okay. Ein Parachute. Wo baut man den am besten hin? Oben, ne? Oben an der Kapsel. Containment Unit. Gut. Da können wir so ein bisschen Experimente machen. Die ESA macht das ja gerne. Die auf der ISS, die modernste, das modernste Labor, Forschungslabor Europas. Nehmen wir einfach mal mit. Ja, jetzt bräuchte man eventuell unten noch was, um das Ganze anzutreiben. Oder da ist das schon. Ach, das war das schon, der Fuelbus. Aber ein Fuel Tank bräuchte man noch, ne? Nimm immer Forschungsmissionen, mache dabei am besten immer mehr Forschung gleichzeitig. Im KMU zahlt sich Effektivität aus. Na gut. Launch. Ja, das ist doch jetzt noch nicht die Rakete, oder? Und dann brauche ich noch ein zweites hin. Auf der anderen Seite. Toll. Dann noch ein Fin. Vielleicht. Macht das Sinn? So guckt das doch immer in Filmen aus. Oh, es ruckelt schon sehr. Aber es liegt wahrscheinlich an meinem PC, der mit Streaming heute nicht so viel anfangen kann. Oh, jetzt habe ich es so hochgesetzt. Ah, aerodynamisch fragwürdig. Good to go, oder? Also, speichere ich jetzt einfach mal. Hä? Weiß jetzt nicht, was das soll. Ich will es doch abspeichern und den Namen geben. Das ist die Apopel 1. Safe. Fertig. Okay, schon fast durchgespielt. Space Plane, Astronaut Complex, Research, genau. Forschungsmission annehmen. Basic Rock Tree hört sich gut an. Kostet 5 Science, wir haben wie viele Forschungspunkte? 0. Blöd. Game over. Wie kriegen wir denn Wissenschaftspunkte? Wahrscheinlich durch Wissenschaftsmissionen. Und wo kann ich neue Missionen annehmen? Es muss ja hier auch so ein Planungsbüro, Administration. Fundraising. Ah ja, Symmetrie gibt es auch. Beim Bauen kann man dann quasi die Symmetrie auch einstellen, dass man nicht so rumäumelt, wie ich da jetzt gerade. Unpaid Research Program. Kostet so viel. Ja, kein Wunder. Im Forschungscenter. Also doch. Ah, das sind die verschiedenen Planeten. Ich frage mich, ob die zufallsgeneriert sind, aber es sind wahrscheinlich immer die gleichen. Ja, ich kann hier nichts viel machen. Require Start. Den haben wir schon.
Wo kann ich denn jetzt hier Wissenschaftsmissionen annehmen? Das Sonnensystem ist so vorgegeben, es gibt aber auch wieder Mods, die das Ganze erweitern. So, man kann hier Patente lizenzieren lassen, sich so finanzieren lassen. Forschungsmission in einem an deren Gebäude. Also in einem anderen Gebäude. Bei der Tracking Station? Nee. Da gucke ich ja nur, wo meine Rakete gerade ist. Mission Control. Launch of First Vessel. Genau, das ist. Hier ist es anscheinend gestaffelt nach der Schwierigkeit. Mit einem Stern dürfte noch das einfachste sein. Das läuft in 2 Tagen ab. Hier bekommen wir anscheinend immer die Angebote. Und wir bekommen einen Vorschuss von 2000. Und wir werden das Ganze bis zum Ende führen mit dem Launch. Also wir müssen eigentlich nur abheben. Bekommen wir 5000. Wenn es nichts wird, dann werden uns 2000 abgezogen. Okay. A very controlled bang, preferably. Oh. Mal schauen, ob das ist. Okay, dann könnt ihr noch eine zweite annehmen. Anfangs kann man maximal zwei annehmen. Escape the Atmosphere. 70.000 Meter. Ja, das sollte man schaffen. Machen wir es gleich in einem. Wir machen den Start und dass wir die Atmosphäre verlassen. Ja, ist irgendwie das gleiche, ne? Oh, ne. Ich glaube, ich habe die auch überschrieben gerade. Passt die Apopel 2 soweit? Ich glaube schon, ne? Aber vielleicht sollten wir doch nochmal rangehen. Und das Ganze symmetrisch machen. Ich weiß nicht, wenn ich den Teil wegnehme, bekomme ich das ganze Geld wieder? Oder nur ein Teil? Also, hier gibt es irgendwie Symmetry Mode. Nee. Ah, cool. Kann ich direkt zwei hinbasteln. Dann kann ich den hier deploy. Close. Was? Weg damit, entfernen. Das hier auch weg. Das ist schon ganz. Eigentlich gar nicht so schwer. Symmetry Mode. Jetzt 3 hingebaut. Ah, okay, dann macht er 3. Er sollte eigentlich schon so passen. Die Atmosphäre verlassen war leider die schlechtere Mission. Oh. Ja, warum? Ich dachte hier so den Launch machen und die Atmosphäre verlassen. Okay, ich brauche keine Finnen. Finnen sind unerwünscht am Anfang. Also nur diese Teile hier natürlich. Und das Gu nehme ich jetzt trotzdem mal mit, weil man weiß ja nicht, wo man es braucht. Safe. Kann ich jetzt die Mission auch nochmal ändern? Ja, gather scientific data from cabin ist wahrscheinlich schwierig, oder? Crew Report before launching. Ah ja, das wäre einfacher gewesen. Naja. Kann ich nicht annehmen. Active. Oh, da habe ich noch Zusatzziele, die hat er automatisch angenommen. Einen neuen Höhenrekord von 3500 Metern aufstellen. 5000 Meter. Und einen Geschwindigkeitsrekord von 150 Meter pro Sekunde aufstellen. Ich kann sie jetzt aber auch wieder ablehnen. Ne, kann ich doch nicht. Schade. Los geht's jetzt.
So, Ingenieur. Hier. Kann ich zwei mitnehmen? Einen Mann und eine Frau? Hat wahrscheinlich nur Platz für einen. Ja. Jetzt schaue ich mal kurz. Zieh mal die Stats nochmal. Nee. Man sieht hier nur, das ist wahrscheinlich die Erfahrung, die sie sammeln. Beide noch 0. Nee, ich schicke jetzt einfach mal die Frau. Warum denn nicht? Auch wenn die genauso aussieht wie der Mann. Aber das ist ja in Wirklichkeit manchmal auch so. Die Masse haben wir jetzt auch nochmal ein bisschen reduzieren können, nachdem wir die Finnen abgelegt haben. Finnen sind ziemlich leicht, 0,1 Tonnen. Die Ghosts sind generell, da kannst du nichts abwählen. Yep, ist okay für die erste Mission, dann kann sie ja losgehen. Go to Astronaut Camp. Nee, da wollen wir nicht hin. Los jetzt, Launch. Okay, geil. Oh Gott, was für ein Mini-D. Das ist ja wirklich wie Lunar Flight. Das ist ja nur das Modul. Okay. 3, 2, 1. Oh, der geht auch gut ab. What? Nein. Ah, ich hab das Ding nicht. Oh Gott, jetzt geht er falsch rum. Oh. Jetzt hab ich das RCS gemacht. Ah. Alles in Ordnung. Was war das bitte? Jetzt mag er nicht mehr. Habe ich das ganze Fuel verballert? Ja. Naja, ein Launch war es ja. Das ist ja super, das Spiel. Also, was war das? Ja, das Staging. The world is your stage, habe ich mir gedacht und habe hier einfach mal vom Zaun gelassen. Oh Gott, bis es jetzt landet, ist leider ewig. Diesen wunderschönen Untergrund. Ich habe die Grafik extra runtergestellt, damit es ein bisschen besser läuft. Normal sieht es ein bisschen besser aus, aber ich glaube auch nicht recht viel. Ja, müssen wir gleich nochmal probieren. Sieht irgendwie aus wie ein Golfkurs. Ein Baumodus, die Fest-Off-Booster-Drosseln mit Rechtsklick den Fallschirm in einem separaten Staging und nicht mit dem FB. Okay, also Booster-Drosseln. Also, sind wir wieder da. Kurzer Ausflug. Recover Vessel. Hat wahrscheinlich unglaublich viel Geld gekostet jetzt. Ah, 1,0 Data Gather. Sieht man mal. Data Value 5. Science plus 5. Cool, jetzt haben wir Science 6. Das ist ja sehr, sehr viel, wie man gesehen hat. Das sind die einzelnen Teile. Will ich jetzt nicht verkaufen, ich will die so lassen. Und ein XP auch noch mitgenommen. Das war eine erfolgreiche Weltraummission hier. Nicht schlecht. Erstmal nachmachen. Erstmal speichern auf jeden Fall. Also im Baumodus. Soll ich jetzt die Feststoffbooster drosseln? Die scheinen etwas zu viel Gas zu geben. Rechts. Ah! Baut auseinander. Oh Gott. Rechtsklick. Thrust Limiter. Machen wir mal auf die Hälfte, oder? Oder, weiß nicht, auf 70? Vor dem Start ein Rechtsklick auf die Personenkapsel und ein Crew Report. Das Ganze kannst du auch oben machen. Aber der Crew Report bringt mir ja noch nichts. Das ist ja eine separate Mission. Die muss ich hier dann erst noch. Ach, die kann ich ja jetzt anwählen, nachdem ich den Start ja schon erfolgreich absolviert habe. Also, ich mache mal 70. Fuel nehme ich alles mit. Ist ja gleich weg, wie man gesehen hat. Wenn ich Thrust Limiter noch weiter runter tun soll, bitte im Chat Bescheid geben. Und jetzt erstmal andere Missionen noch annehmen. Falsch.
Da ist noch nichts. Ja, ohne Mission, aber ich kann ja die Mission jetzt gleich damit abschließen auch. Oder wie? Jetzt ist aber der. Ah, okay, das ist. Okay, zu viel Informationen. Unten rechts im Baumodus kannst du Staging einstellen, sprich Booster und Fallschirm trennen. Ah. So verschiedene. Minus, plus. Ah. Das macht Sinn. Ja, das geht so weit synchron auf. Das habe ich auch gewundert, warum der dann direkt. Ich dachte, das war so ein Sicherheitsmechanismus, weil er gesehen hat, dass ich da in alle Richtungen fliege. Dabei war das hier quasi auf einen Button gelegt, kann man sagen. Also so drücke ich einmal den Button, dann geht das hier an und dann drücke ich nochmal den Button und dann geht der hier an. Das ist ganz praktisch. Speichern wir mal ab. Der Apopel wird langsam richtig professionell. Moment. Personenkapsel, rechts. Oh, was ist passiert? Rechtsklick. Ach, das ist die Person. Crew Report. Diese Buttons, diese. Na, wie nennt sich die Farbe? Blauen Buttons finde ich ein bisschen komisch. Reset Experiment. Transmitter da. War das richtig? Nee. Und Review Report gibt's auch noch. Transmittieren wir auch mal. Türkis nennt sich das. Ja, ich weiß. Es ist einfach viel zu kompliziert hier gerade. Wenn man dann ein kühles Getränk da noch gleichzeitig zu sich nimmt. Ja, ich weiß, der Grünanteil ist mit drin. Okay. Jetzt mache ich gleich mal das SAS an. Das steht übrigens nicht für Special Air Service, sondern für etwas Astronomisches. Ich fliege jetzt los. Geil. Es sieht total kacke aus und es ruckelt, aber es ist schon geil, wenn man so eine Rakete einfach mal lossteigen lässt, die man selber zusammengebaut hat. Mit Mühe und Not und Schweiß und. Achso, ja, Keep kann man machen, ne? Muss man nicht übermitteln, weil wir kriegen die ja eh wieder zurück, im besten Fall. Die Rakete oder die Kapsel. Nur wenn man davon ausgeht, dass sie crashen könnte, wäre es besser, wenn man das dann über Funk wahrscheinlich übermittelt. Geht das wieder weg? So, jetzt sind wir out of fuel. Schauen wir, wie lange es noch geht. Ah, schaffen wir es? Wir müssen auf 70.000 kommen. Sind wir aus der Atmosphäre raus? Geschafft. Schade, dass er nicht so ein Blinken kommt, Mission erfüllt. Das wäre wohl zu viel. Höhenrekord. Cool. Weiß nicht, woran man das jetzt gerade gesehen hat. Okay, jetzt geht's gleich wieder abwärts. Sollte ich den Fallschirm jetzt schon mal? Jetzt geht's abwärts. Ab wann sollte man. Ja, schon klar, 70 Kilometer. Ich meine nur, es muss ja eine 7 stehen. Ich glaube, ich habe sogar 70 gesagt. Ab wann sollte ich denn das Ganze abfedern mit dem Fallschirm? Vielleicht jetzt schon? Nee, sind jetzt bei 60.000. Wahrscheinlich so ab 5000 Meter fange ich mal an, das ist zu viel. Okay, unsere Geschwindigkeit ist 210, ja, sollte man jetzt schon machen. Okay, ich habe es jetzt schon gemacht, bei 50.000. Aber man kann ja die Zeit vorspulen, das ist ja gar kein Problem.
Wow, was passiert? Okay. Das ist ganz cool. Noch ein bisschen Vorsprung. Nicht zu starke Time Warp. Warum? Es macht mit der Rakete nichts, wie ich vorspule mit der Zeit, oder? Oder wird die da doch schneller? Mal ausprobieren. Ja, Tatsache. Okay. Habe ich gerade gesehen. Es ging nämlich dann ziemlich hoch, die Geschwindigkeit. Ich dachte nur, das ist quasi eine Vorspulfunktion wie in SimCity oder City Skylines. Okay, recover. Science Science-Punkte haben wir jetzt schon. Keine XP gesammelt, nee, also aus der Atmosphäre rausfliegen, neue Rekorde aufstellen. Ist keine Experience wert, keine Erfahrungspunkte. Ja, Physikberechnung. So genau nehme ich das nicht hier. So, können wir jetzt da was Neues dranbauen. Bisschen größer und fetter machen. Muss jetzt, jetzt kann ich wahrscheinlich meine Science-Punkte investieren. Muss mal schauen, wie viel ich habe. 17 waren es, glaube ich. Und erstmal wieder. Nee, ist es nicht. Und die Musik ist echt lustig. Oben rechts die Anzeige. Contract complete. Ah ja, die sind wir hier überall. Session. Und jetzt Research. Kostet 5 Basic Rocketry. Eine neue Fuel Engine, ein Fuel Booster und ein Fuel Tank. Und Engineering würden wir bekommen, ein Cockpit, ein Labor. Eine Antenne und ein Dekoppler. Ich nehme mal Basic Rocketry. Ich nehme beides. Ah, und die nächsten Stufen: General, more engines, more fuel, more ambitious ideas. Ja, man steigt da relativ schnell auf. Aber es ist schon sehr großer, umfangreicher Skill Tree. Aber viele Verzweigungen, man kann sich, glaube ich, schlecht verskillen. Genau, beide erforschen, sagt der Experte auch. Ja, Landen ist wird überbewertet. Stabilität ist wichtig. So, jetzt habe ich noch wie viele Punkte? 8,3. 20, 18 geht eh nicht mehr. Man hat recht schnell alles, höre ich gerade. Okay, beziehungsweise lese ich. Also jetzt wieder neue Missionen anwählen. Das war diese Gebäude. Kann man hier auch Bailout Grant. Appreciation Campaign. Kann man ein bisschen Geld reinspülen in die Kassen wahrscheinlich. Man kann auch Research und Development einfach outsourcen. Aber das wäre dumm am Anfang, glaube ich. Wo ist es hier? Orbit Kevin ist unser nächstes Ding. Und jetzt bauen wir mal. Ja, die Missionen wegklicken, das mache ich jetzt mal. Nun, habe ich jetzt die Mission noch? Okay, dann bauen wir jetzt mal unsere neue Rakete mit den neuen Teilen. Oder verbessern unsere bisherige, wusste nicht, wie man das am besten macht. Aber am besten neu bauen. Oh ja, das sieht schon geil aus. Also, höhere Masse. Crash-Toleranz drastisch gestiegen von 14 auf 45 Meter pro Sekunde. Maximale Temperatur 2000 ist ein bisschen niedriger wie die andere. Passt wieder nur einer rein.
Electric Charge. Monopropeller auch ein bisschen schlechter, aber nehmen wir es mal her. Sieht schon professionell aus. Okay, Fuel Tanks. Die baut man am besten direkt drunter hin, oder? Weil wenn sie dann explodieren, sind sie möglichst nah an der Kapsel, wo der Mensch drin sitzt. Beziehungsweise der Körbel. Nee, aber ich glaube, man macht das schon so. Und dann die Engine. Mehr kann man da nicht. Ein Dekuppler. Nehmen die erste Kapsel wie vorhin. Die neue Kapsel ist mehr für Luftanwendungen. Hä? Achso. Ja, verstehe. Nicht im Weltraum. Weg damit. Hab's mir schon fast gedacht, das sieht eher so aus. Um damit von einem Punkt des Planeten zum anderen zu fliegen. Um es mal so auszudrücken. Fuel Tank. Aber so ein Dekuppler ist schon praktisch. Weil man dann halt die Fuel Tanks besser abwerfen kann, wahrscheinlich. Weiß nicht, wofür ich den brauche. Okay, also aber erstmal mache ich jetzt hier Fuel Tank hin. So, dann gibt es hier eine Liquid Fuel Engine, einen Solid Fuel Booster. Zwei Stück. Hammer und Flare. Was guckt man da am besten auf den Thrust? 197.000, 162.000. Thrust 227, 192. Dann wie viel Treibstoff er verbrennt. 15,827 pro Sekunde ist das Maximum. 821 nimmt sich nichts. Unter der Kapsel soll ich den Science Junior hinbauen. Was ist denn der Science Junior? Parachute auf jeden Fall. Das da. Ah, das ist Labor, genau, das macht Sinn. Das geht hier schon nach Bausteinprinzip ganz easy. Also Gu, weiß ich nicht, braucht man Gu eigentlich? Und die Antenne? Naja, braucht man nicht wirklich, ne? Weil es ist hier für Moderate Range Communication. Wir sind wahrscheinlich zu weit weg dafür. Das ist eher was für Luft und nicht für die Atmosphäre. So, und dann eigentlich nur noch Fuel Tank. Die Engine. Würde ich die hinbauen? Und ich schätze mal unter dem Science dann noch den Stack, also doch den Dekuppler noch. Wo ist es? Ich will es mal ziehen, aber man klickt einmal drauf und dann ankern man es hier ran. So, jetzt aber hier Fuel Engine. Oder? Passt, ne? Das sieht schon geiler aus. Der größere FB. Ja, was ist mit der Fuel Engine? Braucht man die nicht? Wahrscheinlich nicht. Den größeren. Was ist denn der größere von beiden? Eigentlich ist der fetter, ne? Aber der hier hat 197.000 Thrust. Dann nehme ich doch den. Okay, dann so. Schon cool. Fuel Engine ist zu teuer, okay. Oh ja, ich sehe schon. Gut, soll ich jetzt wieder irgendwie was den Thrust Limiter auf 70 setzen wieder? Wir wollen ja jetzt einmal den Planeten umrunden, da brauchen wir schon ordentlich Thrust eigentlich. Okay, den Tank braucht man nicht. Also eigentlich alles Quatsch, was ich hier brauche.
Kann ich das wieder trennen? Nee. Das ist jetzt ein Teil. Muss ich anders machen. So. So geht das. Das ist hier fast wie Lego. Das ist echt einfach anstecken und fertig. Soll ich jetzt wieder den Thrust Limiter auf 70? Dann kann es eigentlich schon wieder losgehen in Space. Und wir nennen das natürlich. Wir nennen sie jetzt die Superapropel. Auf 50, okay. Ne, TS habe ich leider nicht. Und ich glaube, wir machen auch nicht mehr ganz so lang, weil. Das ist doch ziemlich zermürbend. Muss mich da mal so reinfuchsen und dann meine Ergebnisse hier präsentieren. Das macht mehr Sinn. Speichern. Und jetzt machen wir mal Launch. Geil. Das ist schon diese mittelschwere Explosion, die ich da generiert habe beim ersten Start. Oh, denn ich dachte, der ist schon dran. Ich hab's vergessen. Jebediah? Ich habe doch die Frau da drin. Ah, man kann jetzt hier. Eva, kann man reingucken. Wunderschön. Kann ich mich jetzt auch mal im Controller umsehen? Alles invertiert natürlich, so wie man es nicht will. Und dann gab es noch Eva, aber das ist wahrscheinlich nur für die Evax, wenn wir dann mal. Kann man auch wahrscheinlich so Space-Gänge machen. Also Weltraumausflüge, wenn man dann mal im All ist und so eine Station hat. Schon geil. Ach, und ich muss ja auch noch die zu verschiedenen Stations setzen. Jetzt muss ich erstmal wieder rauskommen. Ich gleiche FB, aber dann bei 80, verstehe ich nicht. Eva, kannst du spazieren gehen? Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe, mein Evac. Space Center. Hoffentlich habe ich das keine Kohle gekostet. Ja, da steht's ja schon jetzt. Blöd. Stages sind okay. Recover. Oh, das hat alles wieder Geld gekostet. Also was jetzt? FB auf... Unter den Stakel dann der größere FB gedrosselt auf 50, habe ich. Wieder gleich FB, aber... Dann bei 80, verstehe ich nicht. Dann mache ich halt auch 80. Achso, weil der Kuppler, aber der Dekuppler ist auch dran hier. So das Oberteil. Also der ist dran. Oder muss ich da auch noch was einstellen? Ach, den auf 80, oder wie? Einen weiteren Dekuppler, dann noch ein FB ran mit 80. Okay. Warum brauchen wir denn jetzt zwei eigentlich? Den ersten Fuel Booster. Ja, ich habe nur einen Fuel Booster. Verstehe das alles nicht. Soll ich die auf 80 stellen oder wie? Die Dekuppler, das hast du aber nicht gesagt. Mache ich die auf 80. Ungefähr. Da dreht gleich jemand durch im Chat. Also man traut mir wahrscheinlich nicht zu, dass es so ist, aber mein Onkel hat tatsächlich an Weltraumraketen gebaut. Da sieht man, wie weit man davon entfernt sein kann. Die Dekops-Standards lassen da nichts einstellen. Verdammte Scheiße. Ah, ich muss ja noch erstmal irgendeinen Shooter spielen. Okay, das passt, das passt. Und die Dekuppler jetzt auf eine Stage? Nee, die müssen separat. Also mache ich nochmal eine extra Stage. So, ne? Ja, falsch. Oh Gott, ist wieder das. Ja,
einer der D-Cops da oben weg. Jetzt doch wieder. Ich dachte, ich soll zwei haben. Oh Mann, ey. Unter den aktuellen FB einen D-Cop ran. Einen größeren FB bei 80. Ich soll da jetzt nochmal einen ran machen. Was ist denn das? Ach so, weil dann schießt man den weg und dann. Ah, und dann ist der dran. Ich verstehe es. Ja, man kann ja von Anfang an sagen: Nimm zwei Fuel Booster. Und trenne die mit die Coups, dann verstehe ich das. So. Einen größeren FB bei 80. Naja, diese. Ich nehme nochmal den gleichen. Und ich glaube, ich brauche nur einen, ne? Das war falsch. So war das gemeint. Ein bisschen schwer vom Begriff. Und hier wieder auch bei 80. Also die meintest du jetzt bei 80, ne? Und den bei 50. Macht ja Sinn, weil der untere muss dann noch ein bisschen mehr, weil da sind wir noch ziemlich langsam. Na super, dann kann es ja losgehen. Jetzt muss ich die Stages noch setzen. Da ist irgendwie nichts drin. Kann man wegmachen. Habe ich schon gemacht. So, und dann DQ, und dann so, und dann DQ, und dann Fallschirm. Passt alles, ne? Und dann kann die Super Apopel Turbo Edition auch mal starten. Speichern. Ah. Los geht's. Wieder den Report machen. Kann ich auch zwei Kapseln machen? Das geht natürlich nicht. Crew Hatch, die öffnen wir mal nicht. Kann man auch mit offener Hatch starten. So, Cabrio-Style. Rename Vessel, Toggle Talk. Crew Report. Und zwar Keep. Okay, und dann kann es losgehen. Das auf jeden Fall nochmal mit hohen Details in 1080p. Jetzt habe ich ihn schon gemacht. Den Crew Report, den soll ich erst oben machen, höre ich gerade. Ja, stimmt eigentlich. Mache ich oben auch noch einen und überschreibt den dann. Ach, da ging noch was, aber nicht, dass gleich dein Kopf platzt. Ja, ich hoffe mal, dass Chevedayas Kopf da nicht platzt. In der Rakete. Hammergag. Und jetzt? Wie. Stage drücken. Und jetzt? Zack. Ey, ist schon geil. Okay, den mache ich aber erst, wenn ich ganz oben bin, so weit hoch wie möglich. Bei der größtmöglichen Höhe, möchte ich natürlich sagen. Jetzt sind wir schon bei 10 Kilometern. Geil. World First Altitude Record auf 11,5 achieved. Vielleicht sollte man nicht gleich immer Vollgas, vielleicht sollte man das gestaffelt machen. Mal loslassen. Das macht eigentlich Sinn. Ich gebe nämlich jetzt nicht Vollgas. Boah, schau mal, wie das. Dieses Glühen, das ist schon geil. 25 Kilometer. Ach, wir sollen sie umrunden. Wie soll das gehen? Wie mache ich das? Wie umrunde ich, bevor er jetzt wieder abfällt? Jetzt falle ich ja wieder runter. Oh, ist eh gleich vorbei. Okay, abwerfen. Hallo? Abwerfen? Geht nicht. Ach, mit der kann ich nicht umrunden. Ja, blöd. Weil die Mission hatte ich ja angenommen. Ah, macht ja nichts. Cool. Jetzt möchte ich in die Kamera. Oh, ich bin eben nicht im
Fenster. Eva machen wir lieber nicht. Ah, da kriegt man nicht recht viel. Eine sehr langsame Geschwindigkeit hier. Wie komme ich zurück? Aha, hier sehen wir, wo wir so gerade sind. Wir steigen immer noch. Ah, da sieht man unsere Trajectory. Jetzt sind wir gleich im Apoapsis. Wobei unsere Velocity stetig abfällt. Den FB abwerfen, dann Crew Report. Wie komme ich jetzt wieder in die andere Ansicht aus dem I raus? Kamera Auto. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? C. Ja, so. Okay, und dann jetzt Rechtsklick. Crew Report. Überschreiben. Nee, war da gar nicht gemeckert. Meckert er wahrscheinlich bloß, wenn man unten oder oben überschreibt. Also die jeweiligen Report oben oder unten. Steigen immer noch. Ab 70 Kilometer höre ich Musik, genau. Jetzt sind wir aus der Atmosphäre draußen. Guck ich doch nochmal. Ist das der Mond da oben? Nee. Das ist die Sonne. Okay, jetzt sind wir gleich am höchsten Punkt. Nur noch Science Junior, sollen wir auch noch abwerfen. Und jetzt die Hatch öffnen, oder? Und gleich 180, boah. Und 85. Da sieht man den Matschplaneten auch mal von oben. Das ist schon deutlich die USA natürlich. Hier von der Westküste sind wir hier gestartet. Auch wenn das der Planet einen anderen Namen hat. Okay, jetzt sind wir gleich bei 194, aber wir sind noch bei 300 Meter pro Sekunde. Ja, schon klar, die Kapsel. Gleich bei 200 schaffen wir das noch. Es wird eng. Ich würde es am liebsten ein bisschen neigen und dass man aus dem Fenster was sieht, aber es wird zu gefährlich, dass ich sie dann wieder landen könnte. Es ist eher Afrika. Nee, finde ich ja nicht. Wenn man nämlich so mal guckt. Ist das hier Nordamerika? Eventuell. Ja, Science Junior habe ich schon lange abgeworfen, du Tröte. Sagst du nicht Pfeife gesagt? Okay, 132. Oh, ja, wir haben 200 Kilometer geschafft. Was passiert, wenn ich Space Center mache? Kann ich da jetzt in diese Missionsding da reingucken? In die Basis? So wie es immer in der NASA, in diesem Mission Control. Boah, da gibt es einen Haufen neue Missionen. Jetzt möchte ich ja gerne wieder auf meine Ding gucken. Wie komme ich jetzt wieder hin? C? Nee. Wie komme ich jetzt wieder zu meiner Rakete? Oh Gott. Kann ich hier Pause machen? Nein. Kann ich nicht wieder da hochschalten. Oh Mann.
Rechts das Gebäude, Panic Mode. Welches? Tracking Station, okay. Kann ich jetzt nicht mehr auf die Rakete sch. Oh. Wo ist sie? Da. Gar kein Problem. Frei. Alles in Ordnung. Jetzt sind wir wieder im Sinkflug. Richtung Afrika. Jetzt könnte man ja mal ein bisschen warpen. Da hat jemand einen mittelschweren Herzinfarkt bekommen im Chat, weil ich hier rumgespielt habe mit dem Mission Control Center. Aber ich wollte ja mal reingucken, aber das ist ja blöd, dass es nicht nachgebaut ist, dass da die Techniker dann sitzen und gucken, ob das alles glatt läuft. Aber das ist ja noch keine hochtrabende Mission hier. Ich habe gerade gesehen, man kann dann auch VIPs irgendwie irgendwo hinbringen und so Sachen. Mit der Wolkendecke kannst du die Fallschirme werfen. Cool, es gibt eine Wolkendecke. Ich glaube kaum bei den Details, dass wir da das als Wolkendecke erkennen werden. Ist halt irgendwie so ein weißer Mischmasch wahrscheinlich. Ist auch komisch, dass man die Wolken nicht von oben sieht. Okay, wenn keine Wärme mehr kommt, auf die Eintrittsbahn. Gibt es hier eine Wärmeanzeige auch? Muss ich auch geben. Wo ist die? Ach, Docking. Da kommt noch einiges auf uns zu. Eventuell, wenn ich das Ding mal raus habe. Ach, okay. Das braucht eine Mod für die Wolken. Ja, dann weiß ich nicht, wann ich den Fallschirm aufmache. Muss ich dann nach Gefühl machen. Was ist das für ein Button? Abort. Eintrittsglühen. Ja, das hatten wir ja schon mal vorhin. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Wir sind ja noch auf 80. Echt toll. Musik finde ich jetzt aber nicht so ganz passend. Finde ich die Musik in Rim Dresser besser. Vielleicht könnte man das mal kombinieren, den Soundtrack. Nimm 10 Kilometer. Okay, bei 10 Kilometern zünden wir den Fallschirm oder öffnen wir den Fallschirm. Muss ich das nicht irgendwie austarieren, dass ich genau da warte, lande? Warum steht der Debris? Debris heißt doch eigentlich sowas Schlechtes, das sind doch, wenn ich Teile verliere. Okay, die sind dann hier gelandet, verstehe jetzt. Oha. 40. Oh, jetzt werden wir super schnell. Oh, geil. Fünfzehn, wenn die Kapsel dann schon kalt ist. Oh, die sind zur Hälfte kaputt, oder? Was ist dieser Lebensbalken da? Boah, scheiße, jetzt rotiert alles. Oh mein Gott. Na geil. Ja, toll. Man hört immer noch die Geräusche, aber es war wohl nichts. Das kann ich ja Bord machen, ne? Ja, es war noch nicht abgekühlt bei 15. Deswegen habe ich noch gewartet auf 10. Aber dann ist einfach explodiert. Hätte ich schon früher den Fallschirm benutzen sollen. Catastrophic Failure. Ja, das glaube ich auch. Der Hitzeschutz war zu gering. Hätte ich doch mal die Kapseltür zumachen sollen. Ich habe da ja kaum was killt. Oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal eine Morning Session machen. Und damit meine ich nicht den Morgen, sondern Morgen im Sinne von Gedenken. Space Center. Ja, kacke. Ja, gut, dass wir die vorher nicht hochgeschickt haben. Haben wir die wenigstens noch.
Zumachen ist immer gut. Finde ich auch. Und deswegen machen wir jetzt auch hier mal zu. Das waren die Anfänge von Kerbal Space Program hier in unserem Observatory. Das spielen wir auf jeden Fall nochmal. Ich weiß nicht, in welchem Rahmen, dann von welchem Format oder in einem Let's Play oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn ich das Ganze ein bisschen mehr raus habe. Nächste Woche um 20 Uhr gibt es dann wieder ein Space-Spielchen, eventuell FTL. Ich habe noch ein paar weitere. Ich kann sie mal aufzählen, was so in nächster Zeit kommen wird, montags. Ich habe noch Anachronox, Asteroids Outpost, Drifting Lands, die Demo, Dynamite Check, FTL, Galaxy on Fire 2, Insanely Twisted Shadow Planet, Interstellar Marines, Lunar Flight, Mirror Moon EP, Natural Selection 2, wobei das nicht so ganz in diese Simulationsschiene passt. Nom Nom Galaxy, Steam Marines, SteamWorld Dig, Strike Suit Infinity und Zero, Transcripted, Waking Mars, Waveform und Xeodrifter. Das könnte so in nächster Zeit mal kommen. Das ist dann nächsten Montag wieder um 20 Uhr. Allerdings gibt es auch schon am Mittwoch um 19 Uhr einen Stream, wo wir ein paar Neuvorstellungen spielen, wie die Mega Man Legacy Collection oder Volume. Also da unbedingt auch mal einschalten, Mittwoch 19 Uhr. Und ansonsten den Streamingplan unten gibt es diesen Google-Kalender, könnt ihr aufrufen. Da sind immer die Termine eingetragen, wann wir das nächste Mal streamen. Dankeschön fürs Zugucken. Vielen Dank auch an ExoZockt. Wäre ganz nett, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei wärst. Also gerne mal auf Twitch folgen. Und wenn du Bock hast, auch mal öfters in den Kalender unten reinschauen oder auf Twitter folgen, da werden die Termine auch immer automatisch gepostet. @xcgamer und dann bis zum nächsten Mal. Euer Louis Armstrong.